Liebe Zuschauer, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber heute am Donnerstag nach Ostern kann ich so gerade eben wieder ordentlich sprechen. Gestern wäre die Sendung noch nicht möglich gewesen. Ich hatte immer noch zu viel Schokolade im Mund. Ostern, ja, das Fest der Zuckerorgien. Ich habe so viel Zucker gemampft, nächstes Jahr verstecke ich die Schokoeier einfach in den Löchern meiner Zähne. Meinen Kindern verbiete ich das natürlich, die essen gar keine Süßigkeiten, kein Naschzeug. Das ist aus Prinzip bei uns ja verboten für die Kinder. Die kriegen nur Süßigkeiten aus Holz. Zucker macht Spaß, ist aber ungesund. Und wenn man nicht aufpasst, ich kenne kleine Kinder, deren erstes Wort war nicht Mama, sondern Mauer. Das ist schlimm. Ehrliche Werbung für Süßigkeiten müsste ja eigentlich so aussehen. Mami, ich hab Karies, bin hyperaktiv und ich hab Diabetes. Gleich drei Krankheiten auf einmal. Und ich hab Konzentrationsstörung. Ja, das stimmt. Konzentrationsstörung. Ja, Zucker beeinträchtigt nachweislich die Denkfähigkeit. Das haben Tests mit Schülern ergeben. Anfangs steigert der Zucker zwar die Lust auf Wissensaufnahme, dann aber schlägt er massiv auf die Konzentration und auf den Orientierungssinn. Das heißt, nach einem süßen Frühstück wollen die Kinder zwar in die Schule, finden aber den Weg nicht mehr. Zucker begünstigt sogar Alzheimer. Das müsste man eigentlich in der Werbung erwähnen. Reiter heißt jetzt, Scheiße vergessen. Oder Mars macht debil bei Arbeit, Sport und Spiel. Oder 8 Uhr morgens in Deutschland, warum vergesse ich immer meinen Knoppers? Man sieht es ja an Donald Trump. Ein Stück Schokoladenkuchen und er kann Irak und Syrien nicht mehr auseinanderhalten. Ich denke manchmal, ach Mensch, würde man nur noch in den 50ern leben, da war die Welt noch in Ordnung. In den 50er Jahren, da war Zucker noch nicht so verpönt. Im Gegenteil, da wurde ganz offen in der Werbung Zucker als Schlankmacher verkauft. Ach, wie wäre das Leben hässlich, gäbe es keinen Zucker mehr. So ein hübsches, junges Mädchen wäre dicklich, rund und schwer. Zucker zaubert. Ihre Linie bleibt so schlank wie eine Pinie. Das lässt sich beweisen. Zucker zaubert. Zucker zaubert. Heute ist es nicht mehr ganz so einfach. Heute muss man sich etwas mehr Mühe geben, die Verbraucher zu verarschen. Deswegen geht die Industrie etwas geschickter vor. Zucker wird mittlerweile in quasi alle verarbeiteten Lebensmittel hineingemogelt. In Getränke, Soßen, Tiefkühlgemüse, Brot, Fleisch und Wurst. Ja, Fleisch und Wurst. Zucker, der Feind in meinem Mett. Meinen Sie, das Weiße in der Salami, das wäre Speck? Das ist ganz häufig Marzipan. Glaube schon. Ich meine schon. Gucken Sie mal genau hin. Ich meine, das Problem ist ja, man weiß es nie so ganz genau. Um Zucker als Inhaltsstoff zu erkennen, braucht man inzwischen ein Chemiestudium. Laktose, Fructose, Dextrose, alles Zucker. Glucose, Maltodextrin, Polydextrose, Xylit, Gerstenmalzextrakt, das ist alles Zucker. Zucker hat 1000 Namen und man erkennt ihn nicht. Der Anis Amri unter den Inhaltsstoffen.